Und da sind wir auch schon wieder in einer neuen Runde Minecraft. Es ist aber Aufnahmesession, aber halt nächste Folge. Hallöchen, ihr Lieben, wie geht es euch? Ich hoffe, euch geht es genauso gut, wie es mir geht. Denn mir geht es wunderprächtig. Wir brauchen aber ich einmal ein bisschen Holz. Ich bräuchte einmal eine mobile Werkbank. Genau, das wäre mir recht hoch. Ich meinte, hoch, was ist da los? Warum mache ich das so doof? Keine Ahnung. So, dann können wir mich hier. Oh. So, zack, zack, zack. Und nein, so. Können wir uns jetzt erstmal wieder eine neue Spitzhacke, die brauchen wir gleich, machen. Und dann gehen wir weiter runter. Wir haben eine riesige Mission, Leute. Eine riesige Mission. Und die wird von Mal zu Mal schwieriger. Denn wir müssen uns hier richtig... Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen, Leute. Keine Ahnung. Ich meine, naja, keine Ahnung. Wenn wir uns jetzt hier unten maulen würden, das wäre Katastrophe. Und ich weiß nicht, warum ich diesen Begriff noch sage. Hat mich jetzt doch ein bisschen erschreckt. Maulen. Wenn wir uns hier maulen. Den Begriff habe ich... Ich dachte, hier zischt es gleich. Das wäre ja grausam. Was habe ich denn da? Was ist denn das? Bruchtiefenschiefer. Hört sich halt schon mal lustig an. Bruchtiefenschiefer. Bruchtiefenschiefer. Uhu, Bruchtiefenschiefer. Ich weiß nicht, warum ich das so... Keine Ahnung. Vielleicht, wenn ich jetzt hier sage, so Kollege. So. So. Boah, das ist so kacke. Ich meinte, das ist so mistig. So Mistekiste. Kennt ihr Mistekiste? Kennt ihr, oder? Mistekiste ist allen ein Begriff. Hundertprozentig. 100 Prosen, Alter. 100 Prosen. Die Leute, die unbedingt versuchen, die Sprache der Kids zu sprechen. So 100 Prosen, Alter, 100 Prosen. Ja, Digga, was los da, Digga? Ich glaube, damals war das fast sogar noch schlimmer. Wo Erwachsene einen auf YOLO gemacht haben und Swag und so weiter. Ich mir gedacht habe, Kollege, du bist Mitte 30. Du hast keinen Swag mehr. Was? Doch, ihr dürft noch Swag haben. Aber ihr sollt bitte nicht so tun, als hättet ihr noch den Swag oder würdet den Swag leben. Das ist doch ein bisschen peinlich. Das ist gar nicht peinlich. Du bist ein vorurteilhafter Vollidiot. Das kann sogar sein, ne? Das kann sogar sein. Wie soll ich das hier jemals machen? Wie soll ich das schaffen? So, pass mal auf. Wir müssen jetzt hier. So. So leid mir das tut, aber irgendwie. So. Dann haben wir nämlich die Lava hier zwar gesaved. Wisst ihr, was wir noch machen müssen? Wir müssen hier einmal rüber. Oha, das war jetzt vielleicht nicht ganz so schlau. So. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gut ist, was ich mache. Ja, ist eher weniger gut, ne? Ne? Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich will nicht. Ich will nicht sterben. Alter, es ist gerade dunkel hier. Also wenn jetzt ein Creeper kommt, bin ich aber zurecht gepfeffert hier. So. Und so. So. Und dann haben wir hier noch einmal ein bisschen was. So, und noch einmal. So. Dann haben wir hier doch wieder so ein bisschen... Ne? Guck mal hier. Oh,
keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich das hier rechtfertigen soll. Wie ich das hier machen soll. Sag mal, kommt mir das so vor oder wird das immer dunkler hier unten? War das hier nicht mal heller? Oh, oh, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht, einen fürchterlichen Fehler. Pass mal auf. Kann ich das hier? Ich glaube, das war schlau, dass die Lava unten war. Ich glaube, die Lava hat uns immens viel Licht gegeben. Und tatsächlich will ich auch, ich hoffe, dass... Nein. Oh. Und ja, ich weiß halt nicht, wie es jetzt hier weitergehen soll. Doch, ich glaube, ich weiß, wie es hier weitergehen soll. So, wir machen jetzt ganz einfach. So. Vielleicht weniger so, Moment. So. So, und dann werden wir uns jetzt hier runtergraben. Würde ich vorschlagen. Was haltet ihr davon? So, dass wir jetzt hier weitermachen, wisst ihr? So, dann haben wir trotzdem noch eine Zweierbreite. Und dann brauchen wir keine Treppen mehr, sondern wir bauen uns einfach eine Treppe nach unten. So. Vielleicht dann hier auch nochmal so ein bisschen... Ha, guck mal, seht ihr das? Oh ja, das war sehr wichtig und richtig, dass wir das hier so gemacht haben. So. Ich würde sagen so, dass wir hier geschützt sind. Oh ja, Hilfe. Ja, doch, das ist wichtig. Ich habe vielleicht ein bisschen Angst, okay? Aber nur ein bisschen. Nicht, dass sie mir es in die Hose machen würde. Also so ein Schiss habe ich noch wieder nicht, aber vielleicht doch ein bisschen. Oh. Nein, jetzt geht das wieder los. Guckt euch das doch mal an. Jetzt ist da wieder nichts. Och, komm schon. Mach mal hier oben ein bisschen frei. Hier sieht man doch nichts. Vielleicht hier so ein bisschen, damit wir noch einen rein können. So. Ich nehme mir bewusst extra viel Zeit. Nicht, um irgendwie das Let's Play in die Länge zu ziehen, weil ich meine, wir haben ein Minecraft Endlos Let's Play. Da kannst du halt nichts in die Länge ziehen, außer die lange Nase vielleicht. Na, du, haha, edgy badge. Wir machen jetzt noch ein bisschen länger. Nein, natürlich nicht. Ich möchte halt einfach nur auf Nummer 100% gehen. Ja, das wissen wir. Mach jetzt endlich. Nö. Jetzt so, wenn es so nicht... So schon mal gar nicht hier, Leute. Freunde der Nacht. Lass mir ja nichts hier befehlen, ne? Kennt mich. Da bin ich Rebell. So, typisch für einen Hund, immer am Bellen. Hast du was gegen Rebellen? Entschuldigung, das ist mir zu dumm. Also, hast du was gegen Rebellen? Halt die Schnauze. Übrigens, was ich noch sagen muss. Tatsächlich, ich nehme das jetzt erst wahr. Ich gucke ja mal wieder die Folgen von Gronkh, die Minecraft-Folgen, die alten. Alter Schwede, der hat aber ein richtiges Kackermundwerk, der liebe Gronkh. Ja, ich habe den immer so nostalgische Erinnerungen mit einer Wortwahl, mit einer geziemten, mit einer, naja, mit einer adäquaten Wortwahl. Mit einer Wortwahl, die vermuten lässt, dass er aus gutem Hause kommt, aber vom Wegen am Arsch die Räuber. Alter Schwede. Zu den Hunden sagt er einfach mal so, verpiss dich. Ja, ja, das hat er gesagt, nicht ich jetzt. Ich zitiere ihn da nur. Ich war schon entsetzt, muss ich sagen. Mir ist das gar nicht so aufgefallen früher. Also jetzt mal Real Talk. Ich meine, natürlich ist mir das vollkommen egal, ob der jetzt verpisst sich, sagt so ein Hund oder leck mich am Arsch oder sowas in der Richtung. Tatsächlich habe ich das aber irgendwie anders in Erinnerung, dass er halt so wirklich... Ich meine, gut, das, ach, leck mich doch am Arsch, cool, das hat er schon öfter gesagt, das weiß ich sogar noch, aber es ist doch mehr, als ich noch in Erinnerung hatte. Und nein, das ändert natürlich nichts an meinem Bild von Gronkh. Im Gegenteil.
Ja, ich bin froh, dass halt trotzdem... Ja, oh nein, bitte nicht. Sag nicht, das ist ein Rockrepierer, bitte. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Wir müssen auf jeden Fall hier ausleuchten, illuminieren, was das Zeug hält. Illuminieren, was das Zeug hält. So. Ja gut, hier ist ja... Och man, ich dachte, das ist so eine schöne Höhle oder so. Das ist ja gar nicht. Nichts ist hier, nicht. Das mag ich nicht. So. So, wir wollen natürlich noch die Treppen hier aber komplett haben, ja? So, damit wir sagen können, jo, wir haben hier tatsächlich einen Aufstieg. Wir haben es endlich geschafft. Liebe Leute, willkommen am Abgrund der Unendlichkeit. Und genau so, wir werden jetzt mal ein bisschen was ablegen. So. Den Auf- und Abstieg, den haben wir das schon mal. Damit ist schon mal die halbe Miete drin. Finde ich ja gut. Dann wollen wir mal gucken, wie weit wir das schaffen. Machen wir hier die Tür zu, sicher ist sicher. Jetzt haben wir ja wieder so ewig viele Sachen nicht, oder? So, das und das. Bruchsteinschiefer. Weil, warte mal, kann man mit dem Bruchsteinschiefer? Jawohl. Kann man den auch irgendwie burnen? Ja. Aha, das ist ja sehr spannend. Also wirklich spannend. Meine ich so, wie ich es sag. Alles, was ich zu dir sag. Nee, alles, was ich an dir mag, meine ich so, wie ich es sag. Tiefenschiefer. Und das ist Bruchtiefenschiefer. Also ein Bruchtiefenschiefer ist nicht dasselbe wie Tiefenschiefer. Das ist ein Unterschied. So, wir warten jetzt erstmal, bis wir jetzt so... Nee, warte mal, wir haben jetzt hier drei. Dann kommen wir doch mit Sicherheit mit diesem Bruch... Nee, mit diesem normalen Tiefenschiefer. Warte mal, mit Bruchtiefenschiefer können wir. Hm? Ist das ähnlich wie... Nö. Aber was soll ich da mit Bruchtiefenschiefer, wenn der... Ist doch kacke. Dann nehme ich doch lieber Bruchtiefenschiefer. Ach so, wenn du jetzt den so... Ah ja, okay. Und wenn ich das so mache, dann habe ich wieder einen normalen Bruchtiefenschiefer. Wie doof ist das denn bitte? Aber halt weniger. Wenn ich das so mache, was, wie sieht das dann aus hier? Ja, es sieht auf jeden Fall scheiße aus. Geh mal raus hier. Raus. Hier, brenn mal lieber hier das Eisen. Dann weißt du, was ich jetzt mache. Ich schmeiße mal gleich den Bruchtiefenschiefer da weg. Was für ein Kappes. Weg damit. Rotz. Gülle. So, dann wollen wir mal runtergehen. Genau hier war die Treppe nicht, die war da. Ups. Ups, das ist gar nicht gut. So, dann kicken wir mal. Ich sag immer wieder kicken, ich weiß nicht warum. Ich hoffe, es kickt nicht zu sehr. So, wir sind da unten. Wir sind da hinten, da unten sind wir. So, und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt ein Rockrepierer ist oder nicht. Ich hoffe... inständig, dass es nicht so ist. Aber wie gesagt, wir sind das erste Mal hier auch in so einer Art Höhle. Also in diese neue Art Höhle. Ich habe keine Ahnung, ob man das vergleichen kann mit diesen ganzen anderen. So, ganz blöd. Geht es hier weiter? Oder ist hier nur Kies? Nur in Anführungsstrichen, weil Kies ist eigentlich immer gut, wenn wir das haben. Nein, wie es aussieht... Hier geht's nicht großartig. Habe ich gerade... Aha, ist das Gold? Jetzt habe ich meine mobile Station da oben. Oh, ja, ich will jetzt aber nicht alle 5 Meter eine neue bauen. Ich hole die mal eben von oben. Ja? Ihr Lieben, ich hoffe, das ist okay für euch. Ich meine, gut, ihr habt jetzt eh keine Wahl, aber... Ne? Aber ich frage trotzdem mal der Höflichkeit. Der Anstand
will es so. Der gute Anstand. Mutis, frag doch mal. Ich mach's doch eh. Ja, frag doch trotzdem mal. So. Nervt das ein bisschen, wenn ich so die Musik nachdudel? Ich glaube ja, oder? Die Musik ist immer noch viel zu laut, merke ich gerade. So, ich muss ja nämlich bei 4540, minus 4540 Dezibel muss ich jetzt hier einpegeln lassen. Dann habe ich gehört, zumindest ohne Kopfhörer, hört man diese Musik noch besser. Mit Kopfhörer, also ich hier, höre die Musik jetzt teilweise fast schon zu laut im Hintergrund. Aber es geht ja halt wohl überwiegend um die Leute. Jetzt bin ich mal gespannt. Einmal Rohgold. Ich kriege immer nur einmal Rohgold? Das heißt, ich habe jetzt 4 Rohgold, richtig? 9. Aha. Und Rohgold ist besser, oder? Vor allem die Frage, besser als was? Besser als was? Müssen hier aufpassen. So, ich habe hier keine Ahnung, was mich erwartet. Was ist denn das? So ist denn die Ranken. So, ist das hier Lapis? Lapis. Ich liebe Lapis. Und jedes Mal, wenn ich auf Lapis treffe, sinniere ich und frage mich, gibt es irgendwann mal Lapis-Blöcke? Also solche Blöcke, die man halt, also auch, nein, falsch. Gibt es irgendwann mal... Gott im Himmel, ist das dämlich. Ich mache alles kaputt oder ich mache alles nur noch schlimmer. Hilfe. Ich muss hier irgendwie gucken. Ma. Das ist doof. Aber da geht's noch weiter runter. Ist ja noch weiter runter. Das ist doch Wahnsinn. Alter, WTF. Alter, ist das krass gerade. Oh, sieht aus wie ein Dungeon. Ist aber kein Dungeon. Sieht aber aus wie ein Dungeon. Obwohl es keiner ist. Wie geht denn das? Was ist das denn? Aha. Gut, okay, diese Flankendingsdinger. Den kann ich jetzt so nichts anfangen, Alter. Oh nein, Spinnen. Ich bin von Sinnen, ich höre Spinnen. Ja, ich höre nicht nur Spinnen, Kollege Schnürschuh. Ich sehe dich. Ein Spawner? Alter, was für ein unfassbares Glück haben wir. Ach, ist das schön. Lalalala, und ihr so. Das haben wir wieder. Ja, schade, ne? Haben wir mal wieder so einen kleinen Dungeon gefunden. Freue ich mich gerade. Ach, wie schön. Guck mal hier. So, da unten noch ein bisschen. Ja, ich glaube, das ist ja wohl ein Screenshot wert. Ich geh kaputt und ich geh tot. Da habt ihr es, ne? Wenn man halt zu viele verschiedene Begriffe im Petto hättet. Immer darauf achten, welche ihr dann tatsächlich am Ende des Tages nutzt, denn am Ende kommt sowas raus wie ich geh kaputt. Gut, okay, ihr Lieben. Ich möchte splindern. Ich will sagen, ich bin hier erstmal raus. Gabt euch wohl, macht's gut, lieben Dank für eure Kommentare, fürs vielleicht teilen, fürs Liken, fürs Abonnieren. Wäre ja schön, wenn ihr mich abonnieren würdet, kostenlos und so weiter. Dies, das kennt ihr ja. Gut, ihr Lieben, ich verabschiede mich. Macht es gut, bis morgen. Tschüss.